In einer öffentlich gewordenen Rede hatte der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann sich antisemitisch geäußert. Dies führte, nach einer Welle der öffentlichen Empörung, zu seinem Parteiausschluss. Hallo, ich bin Christoph Ludwig, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand bei Professor Pünder an der Bucerius Law School. Welche Konsequenzen hat ein Parteiausschlussverfahren? Ein Parteiausschluss führt dazu, dass die betroffene Person nicht mehr in geschlossenen Veranstaltungen der Partei mitwirken darf. Auch wird eine Wahrnehmung parteiinterner Ämter ausgeschlossen. Ist die betroffene Person dagegen Abgeordnete in einem Parlament, wirkt sich der Parteiausschluss auf diese Position nicht aus. Zwar besteht bei einer Wahl über eine Liste ein nicht zu bestreitender Zusammenhang mit der Partei. Jedoch sind alle Abgeordneten, nicht nur im Bundestag, stets frei. Sie müssen der Partei, die ihnen zur Wahl verholfen hat, nicht treu bleiben, um ihr Mandat zu behalten. Abzugrenzen ist ein Parteiausschluss zunächst von anderen Maßnahmen, die nach dem Parteiengesetz zulässig sind. Dieses Gesetz spricht allgemein von Ordnungsmaßnahmen und nennt als Beispiel, auch in § 10 Absatz 3, zusätzlich die Enthebung von Parteiämtern. Die Satzungen der Parteien verstehen unter dem Begriff der Ordnungsmaßnahmen zusätzlich auch bloße Rügen oder Verweise oder auch das zeitweilige Ruhen von Mitgliedschaftsrechten. Diese sind weniger schwerwiegend als ein vollständiger Ausschluss aus der Partei. Zudem entsteht die Mitgliedschaft nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz nur im Rahmen der parteilichen Satzung. Im Fall von Andreas Kalbitz ist unklar, ob das Verschweigen der möglichen Mitgliedschaft in einer neonazistischen Vereinigung einen solchen Aufnahmemangel darstellt oder einen Grund für einen Parteiausschluss. Auch kann ein vermeintliches Fehlverhalten des Parteimitglieds auch Auswirkungen im parlamentarischen Betrieb haben. Mögliche Konsequenz ist ein Ausschluss aus der Parlamentsfraktion. Auch dies hat keine Auswirkungen auf das Mandat als Abgeordneter an sich. Keine Mitwirkung der Partei liegt demgegenüber vor, wenn beispielsweise der Präsident des jeweiligen Parlaments einen Ordnungsruf erteilt. In all diesen Fällen ist jedoch denkbar, dass das zugrunde liegende Verhalten auch zu einem Parteiausschlussverfahren führen kann. Unter welchen Voraussetzungen kann jemand aus einer Partei ausgeschlossen werden? Die Frage, wann ein solcher Parteiausschluss möglich ist, ist, anders als bei den meisten anderen privatrechtlichen Vereinigungen, in § 10 des Parteiengesetzes gesetzlich geregelt. Grund hierfür ist, dass innerhalb der für den Prozess der politischen Willensbildung elementaren Parteien gewisse rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze eingehalten werden müssen. Das Parteiengesetz erlaubt einen solchen Parteiausschluss nach § 10 Absatz 4 Parteiengesetz nur dann, wenn das Mitglied gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei verstoßen hat. In beiden Fällen muss der Partei zusätzlich noch ein schwerer Schaden entstanden sein. Während das Mitglied noch das Interesse hat, seine Rechte wahrzunehmen, möchte die Partei störungsfrei arbeiten und auch ihre Tendenzfreiheit wahrnehmen. Unter den Grundsätzen der Partei kann man den Markenkern verstehen. Dies sind die Tendenzen der Partei, welche diese auch und gerade gegenüber anderen Parteien abgrenzen. Die Ordnung der Partei bezieht sich hauptsächlich auf das innerparteiliche Leben. Dort sind vor allem innerparteiliche Loyalität und Solidarität betroffen. In seinem im Mai 2020 erlassenen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass ein solcher Verstoß vorliegen kann, wenn ein Politiker im Rahmen eines parteiinternen Disputes möglicherweise gefälschte amtliche Ermittlungsvermerke vorlegt, ohne auf deren unklare Herkunft hinzuweisen. Bei solchen innerparteilichen Streitigkeiten stellt sich die Frage, ob auch ein schwerer Schaden im Sinne des Parteiengesetzes vorliegt. Ein solcher erfordert, dass das Bild der Partei nach außen beschädigt wird. Dies betrifft das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Partei. Diese Aspekte sind meistens betroffen, wenn das fragliche Verhalten öffentlichkeitswirksam ist. Zunächst kommt dafür das Verhalten im parlamentarischen Betrieb in Betracht. Man mag zum Beispiel an eine Abstimmung gegen die Partei oder Fraktionslinie denken. Allerdings ist wiederum zu beachten, dass der freie Status der Abgeordneten nicht durch Ordnungsmaßnahmen der Partei abgeschafft werden darf. Einen ausreichend schweren Schaden wird man daher nur annehmen können, wenn es um Fragen geht, die den Markenkern der Partei betreffen. Weniger streng ist der Standard, wenn es um außerparlamentarische Stellungnahmen geht. Ein Beispiel für einen gerichtlich bestätigten Parteiausschluss stammt aus dem Jahr 2003.
In einer öffentlich gewordenen Rede hatte der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann sich antisemitisch geäußert. Dies führte, nach einer Welle der öffentlichen Empörung, zu seinem Parteiausschluss. Eine höhere Hürde für den Ausschluss aus einer Partei besteht bei Handlungen, die nicht darauf zielen, in der Öffentlichkeit stattzufinden, sondern privat sein sollen. Ein Beispiel dafür ist der Fall von Sebastian Ederti. Dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, kinderpornografisches Material zu besitzen, mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar sind, steht außer Frage. Jedoch fußte der mögliche Reputationsschaden der Partei auf privatem Verhalten Edertis. Dies hätte einem rechtmäßigen Ausschluss wohl entgegengestanden. Die Partei und Ederti kamen überein, dass er seine Mitgliedschaft für 5 Jahre ruhen ließ. Wer entscheidet über den Parteiausschluss? Ein Mitglied muss einen Parteiausschluss nicht kampflos hinnehmen. Auch hier besteht eine gesetzliche Regelung. Demnach wird durch ein satzungsmäßiges Schiedsgericht, das angerufen werden kann, über den Parteiausschluss entschieden. Dieses muss seine Entscheidung nicht nur zwingend schriftlich begründen. Auch muss es zwingend eine zweite schiedsgerichtliche Instanz geben. Das heißt, dass der ursprüngliche Ausschluss erst durch das Kreis, möglicherweise auch durch das Landes- und später durch das Bundesschiedsgericht bestätigt werden muss, bevor er wirksam ist. Letzte Möglichkeit des ausgeschlossenen Mitglieds ist es, sich vor den Zivilgerichten gegen den Ausschluss zu wehren. Diese Möglichkeit ist angesichts der bedeutenden Rolle der Parteien auch wichtig. Jedoch sind Parteien weiterhin im gesellschaftlich-politischen Bereich wurzelnde Gruppen und nicht Teil des Staates im engeren Sinne. Daher wird die Entscheidung des Parteischiedsgerichts nur sehr eingeschränkt überprüft. Die staatlichen Richter überprüfen nicht, ob die Entscheidung richtig war. Sie überprüfen nur, ob elementare Verfahrensanforderungen wie eine Anhörung erfolgt sind, die Tatsachenermittlung ordnungsgemäß erfolgt ist und ob die Entscheidung willkürlich oder grob unbillig war. Verstöße gegen das Willkürverbot kommen dann in Betracht, wenn gleichgelagerte Fälle unterschiedlich entschieden wurden. Es liegt aber noch kein Verstoß vor, wenn das nunmehr ausgeschlossene Parteimitglied nur persönlich der Meinung ist, dass ein anderes, nicht sanktioniertes Verhalten dem eigenen Verhalten ähnlich war.